Hallo und herzlich willkommen zurück bei einem kleinen FIFA Ultimate Team Video. Ja, wie ihr schon seht, ich habe 15.000 Münzen, werde damit einmal ein Jumbo Premium Gold Set kaufen und ich habe auch ein paar FIFA Points, die werde ich danach nochmal verballern in die kleinen Sets. So, was wir im ersten Set haben, ich hoffe, einen Spieler mit einer Wertung über 85 haben wir das. Kriegen wir das hin? Boah, das ist schon mal nicht schlecht und Sanchez mit 77, das ist ja nix. Nichts im ersten Paket. Das ist ja schade. So, und auch sonst nicht so tolle Sachen. Einfach, nein, alles an den Verein. So. Und das nächste Paket mit 300 FIFA Points. Ich hoffe ja, dass ich noch gute Spieler ziehe, die ich dann auch weiterverkaufen kann. Oh, Dante mit 81, das ist schon mal nicht schlecht. Der wird einiges bringen. Zwar nicht so viel wie Mustafi oder so, den ich auch schon mal gezogen habe. Der hat ja 84. Dante, gut, ja. Oh, Marin, Marco Marin ist auch dabei. Nein, alles in den Verein. Noch ein weiteres Paket. Glück hatte ich bis jetzt ja nicht so viel. Uiuiui. Oh, ein Niederländer, ein Links Manchester. 80, blind, okay. Oder blind wahrscheinlich eher. Ist aber noch nicht zufriedenstellend in den drei Paketen hier. Uni. Oh, Benner ist dabei, das ist ganz gut. Ist ganz okay. Nein, ich will die nicht schnell verkaufen. So. 3900 Münzen, das wäre es ja noch. Da kriege ich ein bisschen mehr auf dem Transfermarkt für. Jetzt werde ich aber Glück haben, oder? Wer ist drin? Wer ist heute dabei? Oh, das ist schon mal. Ach, naja, 77. Ist auch nicht ganz der beste Spieler hier. Ja, noch hatte ich nicht so viel Glück. Vielleicht ist es ja im nächsten Paket soweit. Ich möchte hier auch nicht überspringen, die Animation. Könnte ja sein, dass ein cooler Spieler rauskommt. Oh, ein Deutscher. Zentrale Innenverteidigung bei Bayern. Oh, Süle. Den habe ich allerdings schon. Den habe ich mir schon gekauft auf dem Transfermarkt, weil ich irgendwann mal das Geld für ihn hatte. Ja, wo ist der hin? Ach, ich glaube, hier. Duplikate. Ja. Der kann schon mal auf die Transferliste und alle anderen erstmal in den Verein und dann. Bereits vorhanden. Ja, dann verkaufe ich das schnell. 32 Münzen, ja. Noch ein weiteres Pack für 300 Münzen. Ich glaube, danach werde ich auch nochmal normale Goldpakete öffnen, ein paar. Einfach um ein bisschen Abwechslung da reinzubringen. Ja, was ist. Ah, 77, das ist ja. Was ist denn heute los? Nichts Gutes dabei. Ja, kommen erstmal alle Fanverein da. Goldsets. Normale Goldsets jetzt ein paar oder erstmal eins noch und dann werde ich danach nochmal vier normale Goldsets öffnen. Ja, noch ein Deutscher. Zentrale Innenverteidigung bei Arsenal. Mustafi, ja, 84. Den habe ich ja auch schon einmal gezogen. Ist nicht schlimm, weil der kostet einiges auf dem Markt. Zumindest mehr als alle anderen Spieler erstmal alles an Verein senden und dann gibt es noch ein Duplikat auf die Transferliste mit ihm. Ja, dann werden wir jetzt nochmal vier normale Goldsets öffnen, ja. Oder ein Premium-Goldset, nee, das. Ah, doch. Wir machen zwei Premium-Goldsets und ein normales Goldset. Dann habe ich alle FIFA-Points ausgegeben. Aber da muss jetzt auch nochmal was Gutes bei sein, wenn es sich gelohnt hat für mich. Zum Beispiel ein. Naja, der war es nicht, der sich gelohnt hat. Vielleicht ja im nächsten Paket. Nicht so viele tolle Sachen dabei. Naja. Wenn jetzt was Gutes dabei ist, dann haben sich ja auch alle anderen Sets mit gelohnt. Nochmal irgendwie ein. Ich weiß, Ronaldo wäre natürlich toll, oder. Müller, Arjen Robben,
Ich weiß nicht, wer genau da drin ist. Dost mit 83. Ja, schon mal von sowas habe ich gesprochen, genau. 83, das ist schon okay. Auch noch nicht die Welt, aber ja, erstmal alle an den Verein. Die verkaufe ich danach auf dem Transfermarkt und ein normales Goldpaket. Vielleicht habe ich ja noch einmal Glück. Ein besonderer Spieler ist ja hier drin, ein seltener. Zum Beispiel Müller, wie er jetzt gerade auf dem Paket drauf war. Nee, Baal, das ist ja ein Witz gewesen, ein Witz. Nicht so viel Gutes dabei, Spielerverträge noch, ja. Hier, das ist die seltene Karte. Eine seltene Spielervertragskarte, ja, toll. Und ein Duplikat, ja, das. Der kommt auf die Transferliste. Und das war's dann auch mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dass ich mal ein bisschen größere Pakete hier geöffnet habe, wie die Jumbo Premium Gold Sets. Da habe ich auch nur noch zwei verbleibend. Mal sehen, wenn ich alle Karten verkauft habe, vielleicht kann ich die ja noch zweimal kaufen. Ja, bis dann. Tschüss. So, ich habe nochmal eine Option gefunden, dass man ein Team zusammenstellt und dafür ein Premium-Goldspieler-Set bekommt, was auch tauschbar ist. Jetzt habe ich hier diese Formation aufgestellt. Das sind halt nur 75er, beziehungsweise ein 78er oder zwei 78er, die ich gezogen habe. Ja, und die sende ich jetzt einfach mal dahin. Und ich bekomme dafür ein Premium-Goldspieler-Set. Das waren die Karten, die ich eben gezogen habe. So, das öffne ich jetzt auch einfach mal. Wo ist es? Wo ist es? Shop ist das. Genau. Ich habe auch 10.000 Münzen nur leider. Es hat sich nicht so gelohnt, aber ich öffne es einfach mal und guck mal, wen wir hier haben. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt einen guten bekommen. Oho! Team of the Week. Ein Brasilianer, ein Stürmer. Love. 82, ja. Endlich war was Gutes drin, ne? Ich will auch direkt mal gleich nachgucken, was der kostet. Aber erstmal gucken, was da noch in dem Pack drin ist. Ob wir noch mehr Glück haben. Oh, gar nicht mal so schlecht. Rafa noch. Noch ein paar 80er. Aber Love mit 82, also. Das ist wohl der beste, den ich jetzt gezogen habe. Rafa 78. Oh, der ist schnell. 92 Tempo. 80er noch. Blandi. Perez, Donk. Ja, den Silberspieler, den kann ich direkt erstmal auf die Transferliste setzen. Und dann. Ja, ich packe die alle, glaube ich, erstmal in meinen Verein rein. Und dann gucke ich mal nach, was der genau kostet. Das kann ich ja in meinem Verein sehen, glaube ich, in meinem Verein sehen, genau. Gehe ich mal eben hin. Da sind noch die ganzen Leihspieler. Hier Love und 10.000 als Schnellverkauf, das ist auch. Was kostet der? Ja, 10.000 wird nicht angeboten. Doch, da 10.250. Also 10.000 wird man wohl für den bekommen. Ja, ist schon mal der beste Spieler, den ich bis jetzt gezogen habe. Und ich denke, ja, das war es dann wirklich für dieses Video. Das war jetzt, hat sich doch noch gelohnt. Ja, bis dann, euer Sammlerwelten.